Also ob der kritische Journalismus in der Krise ist, ich glaube, dem ging es nie gut. Der normale, alltägliche Journalismus ist in der Krise. Es ist immer mehr, es gibt einen extremen Zeitdruck, es gibt einen extremen finanziellen Druck, es gibt keinen Nachwuchs, oder es gibt schon Nachwuchs, aber die sind schlecht bezahlt. Also das sind ganz viele verschiedene Themen, die den Journalismus generell einfach in die Krise bringen. Die Frage ist halt, was bezeichnen wir überhaupt als kritischen Journalismus? Was verstehen wir in Österreich Ihrer Meinung nach darunter? Was verstehen wir in Österreich darunter? Naja, also kritischer Journalismus ist natürlich, also das Klassische ist jetzt auch schon eine Binsenweisheit, da den Mächtigen auf die Finger schauen. Also unabhängig vom Staat einmal, unabhängig kann man vom definieren, Staat, nicht? Ja, genau, unabhängig vom Staat, was aber de facto eigentlich fast kaum möglich ist. Also ich sage jetzt nicht nur unabhängig vom Staat, sondern auch unabhängig von großen Unternehmen. Also das bringt ja den Journalismus auch in die Bredouille, wenn man das berühmte Wer beißt die Hand, die einen füttert, das ist ja auch ein Problemfeld. Wenn ich unabhängig vom Staat und unabhängig von Geldgebern bin, wie überlebe ich dann? Wie publiziere ich? Wie überlebe ich? Wie kann ich mir kritischen Journalismus leisten? Ja, das ist genau der Punkt. Also meiner Ansicht nach kann man kritischen Journalismus nur machen, also wirklich glasklar kritischen Journalismus, wenn er wirklich nur von den Bürgern, also von den Rezipienten oder von den Leuten, für die er da sein soll, eigentlich finanziert wird. Kritischer Journalismus setzt sich ja auch dadurch zusammen, dass man eine Medienvielfalt hat, also dass man verschiedene Medien hat oder dass man als Bürger verschiedene Optionen hat. Seit Ende 2022 geben Sie eine Zeitschrift heraus, Die Krähe, ja, genau. Derzeit in der vierten Ausgabe im Eigenverlag. Ja, mehr oder weniger. Also ja, natürlich. Ja. Also wir haben einen Verein gegründet und der Verein ist der Herausgeber der Zeitung. Der Verein heißt das Kritische Kollektiv. Und ja, das ist eben genau das, was ich versucht habe, halt einen rein bürgerfinanzierten oder rezipientenfinanzierten Journalismus aufzubauen, was aber nicht leicht ist, weil man natürlich auch an die Menschen rankommen muss. Also man muss bekannt werden. Da haben natürlich jetzt mir andere Medien natürlich einen enormen Startvorteil. Aber was ist das Ziel dieser Zeitung? Was ist das Ziel? Naja, wir wollen halt, wie gesagt, wirklich unabhängigen Journalismus bieten. Das heißt, im Moment versuchen wir noch ohne Förderungen, ohne Inserate auszukommen und nur über Spenden und Abo-Verkäufe und halt den normalen Verkauf uns zu finanzieren, was ja dementsprechend schwierig ist, weil wie gesagt, man muss an die Leute rankommen und dafür braucht man wieder ein Marketing und das Marketing braucht wieder ein Budget. Also das ist alles nicht so einfach. Alles, was Print war, drängt ins Netz. Sie gehen aus dem Netz ins Print. Ja. Warum? Warum zur Hölle? Ja, das fragen mich viele. Das war auch bewusst so gewählt, weil ich erstens mal nicht noch ein Online-Medium gründen wollte, sondern es war auch einfach die Idee, eine Art Alleinstellungsmerkmal zu haben. Das Zweite, dass ich auch so ein bisschen eine Gegenbewegung, dass wir eben alle ins Internet gehen, wieder anregen wollte. Also halt das Lesen am Papier wieder den Menschen ein bisschen schmackhaft machen und hoffentlich auch bald mal der Jugend wieder schmackhaft zu machen. Und ja, also das waren eigentlich so die beiden Hauptgründe. Und eben, ja, vielleicht auch einfach so und jetzt erst recht. Erstens mal, das Problem ist auch, man bekommt halt viele Informationen gratis online. Und das Zweite ist, den Menschen fehlen einfach kritisch aufgearbeitete Themen. Und ich glaube, sie sind einfach gelangweilt von dem Angebot, was es gibt. Und Sie bieten die Alternative? Definitiv. Das heißt, Sie treten an in Konkurrenz zu Medienunternehmen wie Standard und die Presse. Ja, ja, durchaus. In Österreich ja. Zumindest. Ja, ja. Also ich mein, das heißt, Sie sind sowas wie der neue Oskar Bronner. Ja. Ottilie Bronner vielleicht. ja, durchaus. Also das ist schon mein Ziel.